Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich, also das kam gestern ganz spontan, ich habe mir so überlegt, dass ich mir meine Haare färben will. Am Anfang wollte ich sie erstmal rot färben, um zu gucken, wie das aussieht. Dafür muss ich sie aber erstmal blondieren und deswegen habe ich darauf keine Lust, also noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Auf jeden Fall seht später, für welche Farbe ich mich entschieden habe. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt einmal die Farbe kaufen. Dann fahren wir zu meiner Schwester, weil meine Schwester das bei mir macht. Ich habe das noch nie allein gemacht, deswegen würde ich mir das jetzt auch nicht das erste Mal antun, weil ich mag meine Haare ja schon. Und ja, ich würde sagen, wir fahren dann jetzt los und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt hier bei Chrissy und Max angekommen und die bearbeiten gerade deren Videos. Die sitzen hier auf der Couch. Hi. Ja, die bearbeiten kurz deren Videos und dann fangen wir auch schon an, meine Haare zu färben. Wir sind jetzt hier im Badezimmer. Chrissy kommt auch gleich und jetzt sage ich euch übrigens auch, für welche Farbe ich mich entschieden habe. Ich habe mich für schwarz entschieden. Also eigentlich wollte ich ja rot, aber das ging nicht, weil ich keine Lust habe, meine Haare erstmal zu blondieren. Vielleicht wann anders. Ja, und ich glaube, das wird keine so krasse Veränderung, aber vielleicht auch schon. Und meine Haare nicht mit Tönen. Und Leos. Ja, genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Hast du schon mal gemacht? Ja. Cool. Hallo. Hallo. Viel Glück. Er ist so süß. In deinem Oberteil an. Ja, ich glaube, die Farbe fällt runter. Ja, okay. So, okay. Mach mal. Ich glaube, bei deiner Haarlänge brauchen wir gar nicht zwei davon. Das muss man auch noch abmischen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das schaffen wir schon. Wie mischt man das an? Keine Ahnung. Zum Glück gibt es eine Anleitung. Ist das drin? Ja. Sieht aus wie Kleister. Was ist das hier? Conditioner. Ah, ein Conditioner sogar. Ganz Farbe? Ja. Das sieht aber nicht schwarz aus, das sieht weiß aus. Ja, ne? Also, da hast du graue Haare. Vielleicht sehe ich aus wie du. Ich würde sagen, das passt schon. Wie berührt man das so? Warte, ich ziehe lieber Handschuhe an, sollte man nämlich schon davor machen. Oh. Ich glaube, ich werde noch Friseur. Kannst du deine Haare rot färben? Rot? Ja. Mal so schütteln. Ich schlag so durch, mal gucken, was du dann wirst. Vielleicht wird das ein Streifen sein. Ja, passt schon. Ich schüttel noch ein bisschen. Warte, ich hab's jetzt auch gemacht. Achso. Sieht so unglaublich beige aus. Keine Ahnung. Ich habe jetzt Angst. Ich dachte, das sieht so schwarz aus. Okay, hier. Was mit dem Conditioner? Danach? Ja, den musst du danach machen. Okay. Egal, wir machen einfach. So, mach ich mal weiter kleiner. Kleiner. Hier sieht man nicht gar nicht mehr. Kriechen. Ich kann nicht mehr so stehen. Kann ich nicht irgendwie einen Stuhl haben? Jetzt ist es zu spät. Das habe ich schon einfach gemacht. Ich glaube, ich muss den noch einholen. Max! Ich sehe nichts. Ich muss ihn noch kleiner machen. Er hört uns nicht, er hat Kopfhörer auf. Ich renn kurz hier. Okay, warte, ich mach die Strähnen noch. Okay, los. Oh, die sind voll schwer. Also oh, jetzt sieht man die Kamera weit. Kannst du einfach das hier aufschrauben.
So, Angelina hat eine halbe Stunde gewartet. Du hast voll süße Locken gerade. Jetzt wäscht sie das aus. Du drehst auch in die falsche Richtung. So. Ah. Drück mal den Knopf noch und dreh noch mehr. Das ist gleich heiß. Erstmal Shampoo, ne? Ja, Shampoo und dann den Conditioner, der mit dabei Gott, war. Wieder, oh mein Gott. Das sieht echt mehr nach lila aus. Oh oh. Aber deine Haare sehen schwarz aus. Naja, wir gucken gleich mal, wie das Ganze aussieht. So, ich war jetzt einmal kurz duschen. Ich gehe jetzt noch einmal kurz Haare föhnen. Und dann sehen wir das Endergebnis. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe keine Ahnung, ob man das in der Kamera sieht. Ja, also ich finde, es sieht aus wie davor. Vielleicht ein bisschen dunkler. Was ist deine Meinung dazu, Krischi? Ich sehe einen Unterschied. Mit dieser einen braunen Strähne? Ja, eine braune Strähne, also zwei sogar, glaube ich. Aber es sieht doch gut aus. Ja, ich finde, es sieht gut aus. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Mein Vater ist jetzt auch angekommen und jetzt gucken wir mal seine Reaktion. Er hält gerade schon Augen zu. Hi. Hi, Mäuschen. Siehst du irgendeine Veränderung? Bist du meine Tochter? Ja, dunkler geworden. Hier sieht man es jetzt auch. Und das war dann auch das. So, und das ist dann auch das Ende von diesem Video. Also, ich sehe keinen. Also, doch, jetzt sehe ich eine Veränderung. Okay, man sieht eine Veränderung. Ein paar Strähnen sind noch so ein bisschen braun, aber das ist das erste Mal gewesen. Ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne für das nächste Mal, falls ich mir irgendwann mal wieder die Haare färben sollte, eine Farbe reinschreiben. Und dann gucke ich halt so. Mein Favorite ist ja immer noch rot. Und ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss!